Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Corona ist kein Geschäftsmodell, das ist das Motto dieses Videos. Und zwar gibt es ja tatsächlich einige Unternehmen, die durch Corona Rückenwind verspüren. Und wir stellen uns jetzt so die Frage, um was für Branchen es sich da handelt und ob es bei diesen Unternehmen dann sich um einmaligen Rückenwind handelt oder ob Corona im Prinzip nur ein Verstärker eines längerfristigen positiven Trends ist. Es geht also hier so ein bisschen darum, die Spreu vom Weizen zu trennen, mal wieder so ein bisschen Bewusstseinserweiterung quasi während des Börsencrashs zu betreiben. Anspruch ist, nach dem Video ein bisschen schlauer zu sein als Aktionär als vor dem Video. Ich mache ja so eine lose Börsencrash-Reihe, zieht ja ganz gut auf YouTube und da würde ich sagen, es geht mal los. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Betreiber der Seite aktienfinder.net und ja, hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und das Ganze funktioniert eben nur auch in Zeiten von Corona, aber auch außerhalb von Zeiten von Corona, wenn das Unternehmen langfristig, in das du investierst, seine Gewinne steigert. Und das wirst du eben nicht schaffen, wenn du jetzt auf, ich sage jetzt mal, Corona-Eintagsfliegen setzt. Ja, der konkrete Anlass für dieses Video, hier die Reihe Gewinner- und Verliereraktien, wo es dann hier entsprechende Tabelle gibt mit den Gewinneraktien, dargestellt oder hinterlegt in grün und den Verliereraktien hier in rot. Und das siehst du auch gleich, dass die Prozentwerte bei grün niedriger sind als die Prozentwerte bei rot. Und für den Einstieg machen wir doch einfach mal so ein kleines Börsencrash-Quiz. Und zwar, wenn du dir jetzt mal hier die Verliereraktien anschaust, dann würde mich mal interessieren, ob du da so ein Muster erkennst, um was für Kategorien oder Segmente von Aktien sich handelt. Also kannst du da jetzt so unterschiedliche Unternehmen zusammenfassen, unterschiedliche Verlierer in diesem Fall, zu gewissen Gruppen, Segmenten und sagt dir das was? Weil der Börsencrash, der läuft ja jetzt schon ein bisschen länger. Und da würde ich einfach mal sagen, kannst das Video gerne stoppen, guck dir mal die Unternehmen hier an, ich scroll auch gleich noch dann bis zum Ende der Tabelle und dann schau mal, ob du da so gewisse Gemeinsamkeiten auch in den Branchen findest, wo diese Unternehmen tätig sind. Und dann scroll ich mal jetzt noch ein bisschen weiter runter. Du hast ja vielleicht zwischenzeitlich mal gestoppt das Video. Kannst du dir hier auch mal angucken. So, und jetzt gucken wir mal, hast du jetzt diverse ja, Branchen identifiziert von Verliererbranchen sozusagen und weißt du dann auch, warum die stark an Kursen verloren haben? Also wir haben hier zum einen beispielsweise Tangerine Factory Outlet Center, also wir haben hier den stationären Einzelhandel und hier ist Hotels, hier sind zwei REITs. Wir haben, also wenn wir beim stationären Einzelhandel erstmal bleiben, da zähle ich auch Kohl's Corporation dazu. Wen noch? Macerich, das gehört auch dazu, stationärer Einzelhandel. Macy's gehört auch dazu. Das sind also Verlierer. Wir haben Tourismusbranche, ganz klar, also hier als Kreuzfahrtgesellschaften, das war ja jetzt auch schon öfter das Thema. Karneval habe ich schon analysiert. Nur wegen Cruise Line und wo ist die Nummer 3? Hier, Royal Caribbean Cruises sind auch dabei. TUI jetzt beispielsweise nicht, weil dann haben wir jetzt beispielsweise auch eine ziemlich auf die Mütze gekriegt. Was haben wir noch? Öl und Gas, selbstverständlich haben wir hier, die haben ja auch sehr schwer verloren. Apache zum Beispiel, Occidental Petroleum. Und das sind so die typischen Verlierer, also stationärer Einzelhandel, Öl, Gas, Touristik. Und jetzt geht es aber auch, denke ich, das war jetzt noch relativ einfach, weil das haben wir auch schon öfter jetzt thematisiert. Jetzt können wir das gleiche Spiel nochmal machen, aber bei den Gewinnern, und da würde ich dir einfach wieder ein bisschen Zeit lassen, indem du das Video stoppst. Gut, und jetzt gucke ich mal noch die letzten, die unteren Gewinner an. Das wäre dann das. Und jetzt wäre hier die Frage, und die ist schon nicht ganz so einfach zu beantworten, findest du hier jetzt auch Gewinnerbranchen oder Gewinnerunternehmen, die was gemeinsam haben. Und ich denke, es gibt hier zwei. Das eine ist die IT, weil wir haben hier jetzt eine ja,
Kontaktverbot oder Ausgangsverbot, je nach Land ist es unterschiedlich, aber im Prinzip führt es alles darauf hinaus, dass wir verstärkt online kommunizieren, sowohl privat als auch im beruflichen Umfeld. Und es gibt da jetzt einige Profiteure von. Relativ offensichtlich ist TeamViewer, die so eine Kommunikationssoftware haben, was du eben brauchst, um beispielsweise online zu sein im professionellen Bereich. Wir haben aber auch Citrix Systems, die bei Virtualisierung groß sind. Und was haben wir noch? Indirekt würde ich mal sagen, für eventuell noch Digital Realty Trust und NTT Docomo könnte man eventuell noch dazu zählen, aber die sind schon ein bisschen weiter weg. Also das wäre eins, Unternehmen, die Gewinnerunternehmen sind, aufgrund eben der verstärkten Online-Nutzung. Und dann gibt es aber noch Lebensmittelunternehmen, wir haben relativ viele Lebensmittelunternehmen hier unter den Gewinnern. Und das ist meines Erachtens auch kein Zufall. Take-Two Interactive Online-Spiele könnte auch einer dieser Gewinner sein, übrigens noch im IT-Bereich. Und jetzt zurück zu den Lebensmitteln. Und wenn du mal guckst, hier zum Beispiel, also Froster, dann ist klar, also das sind lange haltbare Lebensmittel, die man einfrieren kann oder Tiefkühlkost. Terbeke, ebenfalls stark im Bereich Tiefkühlkost. Hormel Foods, ebenfalls stark im Bereich Tiefkühlkost, machen mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit diesen Produkten. Das sind andere Gewinner der Corona-Krise. Ansonsten habe ich da jetzt keine Gemeinsamkeiten groß identifizieren können. Also bei den Verlierern ist es einfacher. Sind relativ starke Verlierercluster, sage ich mal. Ja, Öl, Gas, stationärer Einzelhandel, Touristik. Bei den Gewinnern ist es nicht ganz so eindeutig ausgeprägt, aber man kann trotzdem noch gewisse Cluster bilden. Hier den Tiefkühlcluster und den Online-Cluster sozusagen. Und jetzt ist halt die Frage, wenn wir uns diese Gewinneraktien anschauen, sind das langfristig erfolgversprechende Investments oder nicht? Die haben zwar jetzt alle schön gewonnen diesen Monat, da kann man sich freuen, wenn man die Aktie im Depot hat. Kurzfristig jedenfalls, aber wie sieht es langfristig aus? Und dann kann man hier in den Aktienfinder reingehen. Und ich habe da schon einen Merkzettel ins Leben gerufen. Und da sind dann diese ganzen Aktien hier enthalten. Und da würde ich sagen, wir gehen natürlich nicht jede einzelne Aktie durch, aber wir gucken uns das mal relativ kurz an. Und ich habe mir gedacht, wir picken uns dann beispielhaft mal Citrix Systems und Froster raus. Hier wäre dann der Merkzettel und den habe ich wieder ad hoc genannt, beziehungsweise den verwende ich, den leere ich immer und fülle ihn neu von Video zu Video. Und hier siehst du dann die Gewinneraktien, also die sollten dir jetzt alle hier bekannt vorkommen. Vielleicht nicht alle, weil du kennst die Liste ja nicht auswendig, aber das sind sie jedenfalls. Und wir haben ja hier den Kursgewinn nach einem Monat. Da sind jetzt schon ein, zwei Tage ins Land gegangen, ein, zwei Handelstage. Das heißt, wir haben hier eine andere Reihenfolge und hier andere Werte, weil das ist dieser Monat hier, Kursgewinn ein Monat, entspricht nicht ganz dem März, der in der Tabelle ausgewertet wird. Aber Citrix ist nach wie vor die Nummer 1, also dieses IT-Unternehmen. Und dann gucken wir uns Citrix einfach mal ein bisschen an. Frage, wie gesagt, also wie kriegen wir jetzt raus, ob es sich hier um einen langfristigen Gewinner handelt, in den wir investieren könnten, oder ob wir hier einen kurzfristigen Corona-Gewinner vor uns haben. Ist im Prinzip relativ einfach, wie ich finde. Man schaut sich einfach mal hier in diesem Chart die langfristige Entwicklung vom Cashflow oder beziehungsweise von den Cashflows und von Gewinnen aus an. Und dann sieht man ja bereits, ob hier das Unternehmen seine Gewinne und Cashflows langfristig steigern konnte. Das ist bei Citrix Systems offensichtlich der Fall. Es gibt hier so eine leichte Stagnationsphase, auch beim Umsatz hier. Das hat damit zu tun, dass es hier ein Spin-off gegeben hat. Das sogenannte Go-To-Business ist ausgelagert worden vom Unternehmen. Insofern erklärt es, dass dann die Umsätze bzw. die Gewinne erstmal stagnierten, aber wir sehen ja langfristig einen ganz kleinen Aufwärtstrend. Ja, kann man auch
irgendwo relativ leicht erklären. Bei Citrix Systems, die sind ganz stark im Bereich der Virtualisierungssoftware unterwegs. Das heißt, du kannst mit Hilfe von Citrix Systems deine eigene IT-Landschaft im Unternehmen eindampfen, was die Vorteile hat, dass du weniger Administrationsaufwand brauchst und die Benutzer auch ein einfacheres Leben haben, insofern, als dass auf ihren Rechnern nicht mehr ein Haufen von Programme rumschwirrt, die komplett installiert und up-to-date gehalten werden müssen, sondern du verbindest dich dann mit Hilfe von Citrix Software im Prinzip mit einem anderen Rechner, mit einem Remote-Rechner, auf dem ist dann diese Software installiert, aber du benutzt dann diese fremdinstallierte Software quasi auf deinem eigenen Rechner, als ob es bei dir installiert wäre. Das macht dann also im besten aller Fälle aus Anwendersicht keinen Unterschied, aber aus Unternehmenssicht sehr wohl. Weil wenn dann, sage ich jetzt mal, in einer Citrix Cloud die Software installiert ist, dann ist diese Software oder wird diese Software von Citrix instand gehalten, also aktualisiert und auch die Sicherheit ist dann da gegeben, Ausfallsicherheit, auch Hackerangriffe, pipapo. Das Ganze kann man natürlich dann auch für die Serverlandschaft des Unternehmens oder auf die Serverlandschaft des Unternehmens übertragen. Also das Ganze ist ein Geschäftsmodell, das langfristig trägt, auch ohne Corona, und es bekommt durch Corona jetzt eben so einen Push. Insofern nachvollziehbar, erstens, dass hier die Aktie noch zulegen kann, weil es wird ja auch in den Medien kolportiert, dass dieser Trend jetzt zum Online, dass es kein kurzfristiger Trend sei, sondern dass der jetzt halt auch entdeckt wird von Menschen, die bisher noch nicht so online unterwegs gewesen sind, die es jetzt entdecken und die diese Entdeckung quasi beibehalten, und B, von Unternehmen, die jetzt einfach gezwungen werden, mit so einem kalten Eimer Wasser über dem Kopf sozusagen online zu gehen, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Und wenn die einmal das eingerichtet haben und es keine ganz desaströse Erfahrung war, dann werden sie das beibehalten. Auch so getreu dem Motto, der nächste Virus kommt bestimmt, was wir jetzt nicht hoffen mögen, aber wir können es auch nicht ausschließen. Und dann ist man eben bereit, weil man schon online weiterarbeiten kann. Ja, das Interessante natürlich dann immer noch bei so einem Unternehmen, die Bewertung. Wir sehen hier übrigens massive Aktienrückkäufe, aber das nur am Rande. Wenn du die Bewertung anschauen möchtest, dann machen wir das mal hier. Da würde ich vorschlagen, wir nehmen den Gewinn anstatt dem operativen Cashflow, weil der ein bisschen gleichmäßiger stattfindet. Und die Dividende spielt noch keine Rolle. Citrix Systems bezahlt Dividende oder schüttet aus 1%. Da wird wahrscheinlich keiner deshalb die Aktie kaufen, weil er auf eine hohe Dividendenrendite aus ist. Was dann die Bewertung angeht, können wir mal schauen. Dann nehmen wir, würde ich sagen, diesen Zeitraum hier und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Das war das Falsche. Und ich muss hier nochmal wegen der Skalierung was machen. So, nochmal, weil der Chart war nicht ganz im Sichtbereich gewesen. Und dann siehst du im Prinzip erstens, dass der Kursverlauf den hier berechneten Fernwert vom Jahr 2003 bis zur Gegenwart, im Prinzip auch bis zur Zukunft laut Prognosen, wird durchaus respektiert. Es gibt Phasen der Überbewertung, Phasen der Unterbewertung. Also hier war die Aktie mal überbewertet, hier war sie mal längere Zeit unterbewertet. Dann hat es hier mal immer wieder geschwankt. Und wenn wir jetzt in die letzten 5 Jahre hier mal reinzoomen, dann sehen wir, dass Citrix Systems erstmal jetzt kein so tolles Investment gewesen ist, die letzten 1,5 Jahre bis zu Corona. Und da kommt jetzt sozusagen der Corona-Boost ins Spiel. Also das hier, Aktie hat jetzt schön zugelegt und ist quasi aus der Unterbewertung rausgekommen und jetzt leicht überbewertet, aber wirklich sehr leicht, wenn wir hier einen fairen Wert haben von 130 US-Dollar. Jetzt kostet sie 139 US-Dollar. Und falls die Prognosen dann auch so eintreten sollten und der Markt den fairen Wert respektiert, hätten wir dann hier auch noch weiter mit Kursgewinnen zu rechnen, hier mittelfristig sogar, also schon auf relativ kurze Zeit. Und dann aufs Jahr würde das eine
Rendite von 13% bedeuten, was ja so schon nicht schlecht wäre. Also das wäre jetzt Citrix Systems als Beispiel von einem Corona-Profiteur, der nachhaltig wirkt erstmal. Es gibt ja keine Kaufempfehlung ab, aber da könnte man schon auf die Idee kommen, langfristig in so ein Unternehmen zu investieren. Dann habe ich mir mal noch Froster ausgesucht gehabt. Hier geht es ja ganz klar um Tiefkühlkost und die haben ja jetzt auch ordentlich zugelegt im anlässlich dieser Corona-Krise. Und dann gucken wir mal, wie es hier aussieht. Und ich denke, hier haben wir schon ein bisschen ein anderes Bild vor uns. Und zwar etwas mehr, weniger Dynamik, ich sage es mal so. Gucken wir mal nur die Gewinnentwicklung an. Dann haben wir hier schon so, ja, mal steigende Gewinne, aber hier vor allem jetzt auch im letzten Jahr und vorletzten Jahr, dann ging es doch nochmal ziemlich deutlich nach unten. Wir haben hier schon die Geschäftsergebnisse zum 31.12.2019, haben allerdings hier, das ist eines der wenigen Unternehmen, die, für die es keine Prognosen gibt im Aktienfinder, weil in diesem Fall ja, Factset keine Prognosen hat. Ich habe auch schon auf anderen Finanzseiten geguckt. Market Screen habe ich geguckt, da kommen die Prognosen von Reuters, wenn ich mich richtig erinnere. Die gibt es auch nicht. Also das Unternehmen wird hier nicht so stark gecovert, ganz offensichtlich. Obwohl Marktkapitalisierung von 440 Millionen ist jetzt auch kein absoluter Zwerg. Nun gut, aber ich denke, wir können damit leben, weil es geht jetzt erstmal hier ums Prinzip. Und Froster profitiert momentan von einem starken Absatz. Ist aber an sich hier weniger stark ausgeprägt, die Gewinndynamik, und es ist aus meiner Sicht auch irgendwo nachvollziehbar oder plausibel, dass wenn die Corona-Krise vorbei ist, dann auch dieser Absatzschwung, der Corona-Rückenwind abebbt und dass es dann quasi wieder heißt, Business as usual. Wir haben also beim Trend zum Online, der kann dauerhaft davon profitieren, höchstwahrscheinlich hier die Nahrungsgewohnheiten, dass jetzt alle Leute weiterhin Tiefkühlkost essen, weil sie auf den Geschmack gekommen sind. Das glaube ich jetzt eher weniger. Wenn du dann noch siehst, dass das langfristige Gewinnwachstum hier eher, sage ich mal, durchmischt ist. Hier sieht es übrigens besser aus vom Umsatzwachstum. Hier spielen dann Margenänderungen negative Art eine Rolle, nehme ich doch schwer an. Also du siehst, dass die Margen hier sehr stark rückläufig gewesen sind. Ich habe gelesen, dass Froster umgestellt hat. Das könnte die Ursache sein im Jahr 2009, wenn ich mich richtig erinnere, auf gesunde Lebensmittelproduktion. Und da wurden dann Nahrungsergänzungsmittel gestrichen. Die Preise wurden erhöht und das ging erstmal nach hinten los. Dann hat sich Froster aber gefangen und ich glaube, das ist diese Periode hier, wo die Umstellung auf gesündere, aber teurere Lebensmittel erstmal nach hinten losgegangen ist, bevor Froster dann doch noch erfreulicherweise die Kurve bekommen hat mit weiterhin weitestgehend also gesunden Lebensmitteln. Und dann sind ja die Margen auch wieder gestiegen und jetzt gibt es hier aber ganz offensichtlich wieder Probleme. Also das ist dann für mich jetzt eher ein Unternehmen, wo ich jetzt sagen würde, da würde ich dann doch nochmal überlegen, ob ich in diesen Corona-Gewinner langfristig investieren möchte. Jedenfalls ist es für mich ein Unternehmen, das nicht ganz so eindeutig ist wie zum Beispiel Citrix Systems. Ja, dann gibt es noch viele andere Unternehmen hier. Ich kann nicht zu jedem Unternehmen eine Geschichte erzählen, also nicht nur zeitlich. Ich kenne mich auch nicht bei jedem Unternehmen aus. Wir haben hier etwas, was vielleicht auch noch auffällig ist, beispielsweise zwei Russen, also Polyrus und Surgut Neftgas. Und Polyrus, das ist ein Goldproduzent, ich glaube der dritt- oder viertgrößte Goldproduzent der Welt. Dass es da nach oben geht in Zeichen der Krise, okay, das ist für mich auch noch irgendwo plausibel. Mit schwarzem Gold geht es nach unten, aber sobald es glänzt, geht es nach oben als Ersatzwährung quasi. Und warum das jetzt hier mit einem Öl- und Gaslieferanten nach oben ging, das ist mir jetzt erstmal beispielsweise schleierhaft. Hier haben wir noch einen anderen, auch aus der Branche Erdöl und Erdgas, der auch gewonnen hat. Das sind dann die Ausnahmen zu den vielen Verlierern.
Nun gut, aber ich wollte jetzt gar nicht hier komplett durch die Liste durchgehen, sondern ich wollte einfach das Bewusstsein wecken, dass Corona an sich kein Geschäftsmodell ist und dass man hier einfach nochmal unterscheiden muss, welches jetzt langfristig, was langfristig trägt und vielleicht einen Push bekommen hat durch Corona, wie im Fall von Citrix Systems oder von TeamViewer beispielsweise, und wo wir es möglicherweise eher mit Eintagsfliegen, sag ich mal, zu tun haben. Und dann natürlich noch dieses kleine Clusterspielchen, um dann nochmal ein bisschen hier, ja, was zum allgemeinen, der Börsen, für allgemeinen Börsencrash 2020 noch so ein Keyword, da nochmal ein bisschen bewusstseinsbildend zu wirken. Okay, das war dann das Video des Tages. Dann weiterhin viel Erfolg und bleib gesund. Ciao.